herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal nicht alleine. Im Hintergrund ist Biko zu hören. Sag mal was ganz laut. Hallo. Ja, und wir machen heute mal eine kleine Challenge, was ich erst noch sagen will. Ich habe eine neue Karte, Freunde, und die werden wir uns jetzt mal angucken. Es sind hier die ganz schwachen Skelette, die richtigen Offroad-Karten einfach, die irgendwie kein Mensch braucht auf der Welt, aber trotzdem muss man sie haben. Und der Royal und der Mini-Packer ist jetzt auf Level 3. Level 5 sind wir jetzt auch übrigens. Das ist komplett Thumbnail. Hast du jetzt dein Deck gemacht? Wir machen jetzt nämlich gleich eine kleine Challenge, so wird die Folge auch heißen heute. Das Video soll jetzt auch nicht zu lange gehen. Ich habe das Mikrofon jetzt richtig vor meiner Nase. Das heißt, ich sehe jetzt hier alles. Und ja, was ich jetzt gerade schon wieder gelabert habe, macht keinen Sinn. Bist du jetzt mal langsam fertig, alter Mann? Mach jetzt fertig. Dann gehe ich jetzt auf... Ja, okay. Gut. Gut. Ja, ihr wisst ja, am Anfang hackt es immer bei 81, was mich richtig aufregt. Mach noch nicht so viel, ja. 81 immer noch. Ey, das regt irgendwie auf, oder? 82, Leute. Wir haben richtig kranken Fortschritt gemacht hier, auf jeden Fall. Und es regt mich ein bisschen auf hier. Das ist mal 83. Wir sind gleich im Kampf drin, ne? Also. Ja, jetzt geht's los hier. Sehen, wie schnell die Karten jetzt laden. Oha. Okay, am Anfang gibt es ja, wie gesagt, immer ein bisschen Startschwierigkeiten hier. Ja, für dich, aber nicht für mich. Was ist denn hier los, Alter? Das ist gerade richtig buggy, das Spiel. Jetzt läuft's eigentlich. Ja, jetzt läuft's. So. Wie gesagt, Clashy hat nur halt Skelette. Und das wollen wir natürlich kontern. Modok. Ja, als ob die da noch rauslaufen, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Das regt mich gerade auf hier, Leute. Also, wenn ich wirklich ein bisschen lauter spreche in der Folge, tut's mir leid, aber ich muss wirklich lauter reden, damit ich die Audiospuren nicht so unendlich laut machen muss. Alles klar, 1-1 hier. Ja, habt ihr jetzt nicht gehört hier? Also ich denke mal, ich werde das Video so, ja, 6 Minuten lang machen, weil ich ja auch noch ein bisschen was zu tun habe nachher. Und ich habe das Spiel auch... Alter, Fresser! Ich habe das Spiel auch größer gezogen. Also es ist wieder so eine Biko-Eskalationsfolge, weil er hier mich schon wieder die ganze Zeit beleidigt und hart mobbt. Halt die Schnauze, ich rede gerade mit meinen Zuschauern. Mit meinen Zuschauern. Sieh los! Okay, das war jetzt ein bisschen laut. Also nicht erschrecken, wenn es hier ein bisschen lauter zu. Was ist das für eine Fehlgeburt? Eine kleine Fehlgeburt von Kobolden. Alter, wie er da einfach lacht hier. Er findet es einfach lustig. Was sind das hier für Fagoten, Alter? Fagoten. Was machen wir als nächste Challenge? Ja, ich habe noch nicht so viele Hütten, das heißt, du nimmst wieder alle Hütten. Ja, es war aber auch knapp. Ich finde es auch gut, dass in Turnieren, dass man wenigstens eine Chance gegen den Gegner hat. Ja, ja. Ja, Mann, ich hatte doch vorhin noch eine Gratis-Tour. Naja. Gut, Leute. Wir warten jetzt, bis der werte Herr sich sein Deck gemacht hat. Und es sperrt sich schon wieder auf, Gang hier. Es regt mich schon wieder geistig auf. Was ist hier schon wieder los? Es hat sich schon wieder alles aufgehangen. Na, wer will denn da ein Testspiel? Jetzt hat sofort geladen hier. Ja. Ich will wissen, was er hat für Karten. Das würde mich jetzt wirklich sehr doll interessieren. Und die Audiospur ist mal wieder so zum Scheißen leise hier.
betteln sich da gegeneinander. Ich glaube, ich muss erst einen Solo-Kampf machen, so, bevor ich die Aufnahme starte, damit es auch halbwegs flüssig ist. Das werde ich mir mal merken für die Zukunft. Das liegt wirklich wahrscheinlich an der Internetleitung auch. Ja gut, Dunkler Prinz hat er und Valkyrie. Können wir aber ausschalten, das ist ja gar kein Problem für uns hier. Das muss ich erstmal wirklich so sagen. Die Keule ist auch runtergefallen. Ja, da sitzt er. Er sitzt da ganz weit, 80 Meter von mir weg. Ja, ich sitze hier auf meinem Stuhl mit meinem Mikrofon. Schnauze, er sitzt da hinten und eskaliert einfach völlig in seinem komischen Ghetto-Stuhl, den ich ihm da gegeben habe. Sei jetzt leise, ich unterhalte mich hier. Okay, Leute, ich werde die Audiospur wahrscheinlich heute nicht so laut machen, damit ihr euch bei den Schreien... Damit ihr euch bei den Schreien nicht so erschreckt. Okay, da habe ich jetzt ein Lego-Teil geworfen. Ich habe hier noch Nerf-Pfeile, ja? Also sag mal nichts. Okay, in der die Folge ist mal wieder richtig zum Eskalieren. Ich bin ganz hier zum Schmeißen. Gleich ein Headshot von mir, der Junge. Was ist hier los, Mann? Jetzt hat er mein Kissen geschmissen, dieser Zygoten-Junge. Ja, weißt du, was ein Zygote ist? Nein. Du bist ein Zigeuner! Ja, eine Zygote, das lernst du im Bio. Dieser Blick einfach... Alter. Als ich gefragt habe, ob ich dich adoptieren kann? Nee, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Guck mal, Alter, er zieht mich ja einfach schon wieder so richtig dreckig ab, ey. Ich hab nicht mal hier den Hauch einer Chance, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Echt. Guck mal, das kann ich auch. U85, lappig. Heute Morgen, ne? Werde ich euch jetzt aber nicht zeigen, sondern nur so einen kleinen Ausschnitt gleich von der Wiederholung. Von heute Morgen habe ich gekämpft und der Kampf ist 0-0 ausgegangen. Du kleiner Sack, Alter! Es ist nicht mehr lustig. Ich habe hier nichts mehr zum Schmeißen, Alter. Ja, jetzt habe ich ihn getötet. Okay, Leute, wir beruhigen uns jetzt mal hier. Und dann will ich euch jetzt noch was zeigen. Wo war denn das? Hier? Ja. Das ist hier von eben. Hier, das ist von heute Morgen. Dein Maul. Das gucken wir uns jetzt noch schnell an hier. Das ist aber eigentlich ziemlich unwichtig. Ja, das war der Kampf heute Morgen. Also, ich spule jetzt mal ein Stück vor. Ihr seht ja hier die Karten. Das war einfach so knapp am Ende. Ich habe einfach so richtig hart verteidigt. Einfach nur verteidigt as fuck, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, ihr seht ja hier, wie die Karten da so rumlaufen. Und er hatte einfach fast so ein ähnliches Deck wie ich, muss ich mal so sagen jetzt. Da führt er jetzt. Aber dann sah die ganze Sache auch schon ein bisschen anders aus. Ja, das Video geht schon fast 10 Minuten über. Fresse! Ich muss ihn hier leider ein bisschen beleidigen. Okay, hier sind noch die Sachen. Also da habe ich jetzt auch eine Krone geholt. Das seht ihr ja jetzt hier. Und ich lasse jetzt mal hier weiterlaufen. Und dann hat er halt wirklich immer... ist er hier raufgegangen und ich habe halt so richtig krass verteidigt. Die Schnauze voller. Er ist einfach richtig frech, Leute. Ich bin ruhig. Du regst mich bloß gerade ein bisschen auf. Da habt ihr die Wiederholung gesehen. Das sah eben wieder so ein geiler Bug, Alter. Okay, Leute, würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Den Ton aus! Okay, wenn ihr mehr Folgen mit Biko sehen wollt, ja, macht was ihr wollt.